Hallo Kackbratzen. Als ich kürzlich hier durch die Liste aller Videos ging, ist mir aufgefallen, dass wir hier erschreckend wenig über Vampire gesprochen haben. Dabei sind diese gottlosen Fledermaustypen wohl die coolsten Gestalten, die es überhaupt gibt. Allen voran der unwahrscheinlich finstere Graf Dracula. Oh ja, ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Stattdessen sprechen wir fast die ganze Zeit über Resident Evil, Zombies und gefühlt 1200 andere Spiele mit dem immer gleichen Muster. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, denn man könnte meinen, dass das Vampir-Genre ein wenig unterrepräsentiert ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es absolut überhaupt keine Vampir-Spiele gibt, aber die meisten von ihnen hatten den Charme eines feuchten Stück Toastbrot. Tell me more about vampires. What would you like to know? Wäre es also nicht absolut super, wenn es ein Spiel gäbe, das im Kern alles, was Resident Evil so erfolgreich machte, beibehält, aber anstatt mit den immer gleichen Zombies oder anderen genetisch manipulierten Monstern daherzukommen, das Ganze mit einem Hauch von Vampirismus aufwürzt? Definitiv nein. Und zum Glück kann ich euch verkünden, dass es tatsächlich genauso ein Spiel bereits 1999 für die PS1 gab. Es hört auf den wunderbaren Namen Countdown Vampires, allerdings war es jetzt nicht unbedingt besonders gut und ist vielleicht deswegen etwas im Sand der Zeit verloren gegangen. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Keith Schneider, der sich als Kriminalbeamter der Mordkommission von Serum City seine Brötchen verdient. Allerdings kam es zu einigen Unstimmigkeiten zwischen ihm und seinem Partner und so beschloss die Behörde ihn als Disziplinarmaßnahme einen neuen Job als Leibwächter zu verpassen. Sein erster Auftrag brachte ihn in ein Casino, wo man den Start eines neuen Horrorfilms feiern wollte. Leider ging die Stimmung ziemlich schnell den Bach runter, als die Türen blockiert wurden und ein Feuer ausbrach. Quick! Water! Water! Aus der Sprinkleranlage regnete es allerdings kein Wasser, sondern eine mysteriöse schwarze Flüssigkeit, die die überwiegende Mehrheit der Menschen in Vampire verwandelte, die sich nun aufmachten, um das Blut der restlichen Partygäste auszusaugen. Countdown Vampires verschwendet auch keine Sekunde, um den Plot genauer zu erklären. Denn schon einige Sekunden später macht unser Held die Entdeckung, dass eine ebenfalls komplett mysteriöse weiße Flüssigkeit alle Vampire wieder zurück in Menschen verwandeln kann. Die Aufgabe unseres Helden ist es nun, einen Weg aus dem Casino und dem Chaos zu finden und dabei so viele Menschen wie möglich zu retten. Weil er sich dabei nicht nur seine Hände schmutzig machen wird, zieht er kurzerhand sein Jäcklein aus. Was bedeutet, dass wir ab nun nicht nur die ganze Zeit auf den nackten Oberkörper unseres Helden starren müssen, sondern auch auf seine absurd hässliche Tätowierung, die sehr stark an den hässlichsten Gameboy aller Zeiten erinnert. Den GBA Arschgeweih. Weiß der Geier, was sich Nintendo damals gedacht hatte und während man sich noch überlegt, warum man aus evidenten Plotgründen nicht besser eine weibliche Protagonistin gewählt hat, macht man sich bereit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle durch einen Irrgarten aus vorgerenderten Korridoren, in denen nicht Zombies herumwandern, sondern eben Vampire. Das Traurige an Countdown Vampires ist nicht nur, dass man mit einem Typen und nicht mit einer Tuse spielt, sondern auch, dass einem die Vampire eben nicht wie echte Vampire vorkommen. Sie schlurfen eher wie Zombies durch die Flure des Casinos und sind ebenfalls regelrechte Kugelschwämme. Abgesehen davon sind diese blassen Gestalten nicht wirklich furchteinflößend, aber zum Glück gibt es für den Gruselfan später auch echte Monster, die einem ein wenig das Arschwasser in der Kimme zusammenlaufen lassen. Was das Gameplay allerdings etwas interessanter macht, ist, dass man eben seine Vampir-Zombies nicht einfach über den Haufen schießen wird. Wer im Intro gut aufgepasst hat, wird sich vermutlich noch an das schlecht erklärte weiße Wasser erinnern, das wir ab jetzt einfach nur noch Weihwasser nennen. Neben gewöhnlichen Schusswaffen wie etwa eine Schrotflinte, wird unser hemdloser Held hauptsächlich mit Beruhigungspfeilen und Weihwasser um sich schießen und spritzen. Wie erwähnt gilt es, so viele Menschen wie möglich zu retten und hier eingeschlossen sind auch alle Vampire, die durch die mysteriöse Flüssigkeit ihre menschliche Gestalt verloren haben. Man schießt somit ein paar Mal auf seine Gegner, damit diese für einen kurzen Moment bewegungsunfähig sind und schüttet dann eine Ladung Weihwasser auf ihren blassen Körper. Das ist natürlich optional, aber wenn man das gute Ende des Spiels erreichen möchte, sollte man auch nicht einen einzigen Vampir töten. Im Prinzip gab es diese Mechanik auch schon in Resident Evil, als man mit ein wenig Benzin die Leichen von toten Zombies in Schutt und Asche verwandeln konnte und das schon gut 2 Jahre vor dem Vampirspiel. Aber tun wir mal so, als hätte Countdown Vampires das Rad komplett neu erfunden. Aus nicht genauer erklärten Gründen kommen dann später noch Werwölfe ins Spiel, weil wo es Vampire gibt, dürfen vermutlich Werwölfe nicht fehlen. Diese Viecher sind echte Schmerzen im Hintern, da sie eure Gesundheit ziemlich schnell auf Null bringen können. Des Weiteren gibt es noch eine Art Hunter wie eben auch schon in Resident Evil, aber damit die Rechtsabteilung von Capcom nicht sofort eine Unterlassungsklage rausschickte, klebte man auf den Rücken dieser Dinger ein paar Flügel und war fein raus. Okay.
Um die Sache dann noch etwas aufzupeppen, hat man eine Handvoll weitere sehr groteske Monster ins Spiel geworfen, wobei ich mit grotesk jetzt nicht die gute Art meine. Insbesondere gilt das für die Schleimmonster, die anscheinend aus dem supergeheimen Forschungslabor tief unterhalb des Casinos entkommen sind. Hab ich Forschungslabor gesagt? Ja, denn wo es einen Resident Evil-Klon gibt, da darf natürlich eine ultrageheime Forschungseinrichtung nicht fehlen. Genauso wenig der obligatorische Kampf gegen ein monströses Monster und einen erbarmungslos ablaufenden Countdown, kombiniert mit einem praktischen Raketenwerfer. Aber schließlich heißt das Spiel auch Countdown Vampires, weshalb man da schon mal ein Auge zudrücken kann. Es wirkt ein wenig so wie früher in der Schule, als man die Hausaufgaben noch schnell beim Nachbarn abgeschrieben hat und schnell irgendwas abänderte, um es nicht ganz so offensichtlich wirken zu lassen. There's a gas station over there, but the road is blocked. Something's weird. Im Falle von Countdown Vampires hat das jetzt nicht ganz so gut geklappt. Und das gilt im Wesentlichen auch für das Gameplay. Man erlöst seine Feinde, findet verschlossene Türen, sucht Schlüssel und löst Rätsel. Sehr viel Zeit wird man auch damit verbringen, auch noch jede Ecke nach versteckten Items abzusuchen. Denn ein jedes Ding, das man nicht aufgesammelt hat, wird man später vielleicht schmerzlich vermissen. Denn im Grunde ist das Spiel ja ein Survival-Horror-Ding, in denen Ressourcen grundsätzlich Mangelwaren sind. Die Rätsel sind jetzt vielleicht nicht unbedingt komplex, können aber einem mit der Zeit ein wenig auf den Sack gehen. Gerade dann, wenn man eine äußerst dämliche Safe-Kombination herausfinden muss. Von mir aus könnte man sich diese Art von Rätseln auch sparen. Was den Kampf betrifft, so ist dieser nicht ganz so schwierig. Wer sich an die Panzersteuerung aus Resident Evil und dem damit verbundenen Kontrollstil gewöhnt hat, wird auch in Countdown Vampires keine wesentlichen Probleme haben. Durch das automatische Zielen wird man auch gegen mehrere Gegner in einem Raum auch nicht ganz so schnell seinen Kopf bzw. sein Blut verlieren. Insgesamt verspürt man aber im Getümmel nicht diese großartige Angst wie in Resident Evil, auch wenn es mal wieder etwas hektischer wird. Mehr oder weniger werden die Gegner präsentiert und warten eigentlich nur darauf, von euch ins Nirvana gepustet oder mit Weihwasser bespritzt zu werden. Etwas Einfühlungsvermögen benötigt vielleicht das Inventarsystem, indem man auch mehrere kleinere Heilgegenstände zu einem großen, mächtigeren Heilgegenstand verbinden kann, was zusätzlich praktischerweise auch sehr viel Platz im Inventar spart. Aber auch hier hat man am Ende das Rad nicht unbedingt neu erfunden. Was die Grafik betrifft, so ist es unmöglich, keinen Vergleich zwischen diesem Spiel und Resident Evil zu machen. Die Ähnlichkeiten sind doch sehr verblüffend, da man abermals versucht hat, behutsam das Aussehen der Zombies nachzuahmen und sie in Form eines Vampirs oder eines der anderen Monster zu quetschen. Das Design der Vampire ändert sich kaum und wiederholt sich häufig und auch was die anderen Monster betrifft, so hat man gerade ein Minimum an Zeit in die Modellierung verwendet. Die Zwischensequenzen sind auf der anderen Seite brauchbar und es gibt tatsächlich einige Lichtblicke, auch wenn diese nur sehr, sehr selten sind. 1999 hätte man auf der PS1 auch schon Besseres erwarten dürfen und ein Resident Evil 2 hat es schließlich ja auch schon ganz gut vorgemacht. Aber das hat man davon, wenn man hektisch in letzter Minute von einem Meisterwerk abschreibt und bei all der Hektik eben nicht mehr auf all die schönen Details achten kann. Normalerweise erwartet man in einem Survival-Horror-Spiel auch einen passenden Soundtrack, der mit seiner düsteren Musik uns während des Spielens auch die perfekte Atmosphäre und Gänsehaut auf der Gänsehaut erzeugt. Countdown Vampires ist seltsamerweise eine sehr stille Version des Survival-Horrors, da es streckenweise überhaupt keine Musik gibt und wenn die Instrumente ihre Arbeit aufnehmen, dann wird teilweise für eine extrem furchtbare Begleitung gesorgt, sodass man sich dann wieder wünscht, dass man die Musik gleich komplett aus dem Spiel genommen hätte. Die Soundeffekte sind auf der anderen Seite wieder ganz okay und überraschenderweise ist die Sprachausgabe stellenweise gar nicht mal so scheiße, wie man es vielleicht erwartet hätte. What's wrong? The vampires! Get in the trunk of the car. It's safer there than anywhere else. Das gilt allerdings nicht für unseren Hauptdarsteller und man wünscht sich so sehr, dass man ihm gleich zu Beginn die Zunge aus dem Hals geschnitten hätte. Leider ist das nicht der Fall und zu allem Überfluss wird man seine Stimme auch sehr oft hören müssen. Insgesamt klingt das alles vielleicht ein wenig nach Grütze, aber Countdown Vampires ist am Ende doch ganz in Ordnung. Man darf eben nur keine absolut gruselige Handlung erwarten und auch kein ausgereiftes Gameplay und es wird auch keinen Moment geben, der einem absolut verstört zurücklässt, aber trotzdem macht das Spiel eine gute Figur. Man muss Countdown Vampires vielleicht mehr als Action und nicht als Survival-Horror-Spiel sehen und dann ist alles weit weniger schlimm. Mal abgesehen davon, dass man während des ganzen Spiels das absurd hässliche Tattoo bewundern muss. Im Großen und Ganzen hält einem Countdown Vampires über sehr viele Stunden auf Trab und wer will,
darf das Spiel auch gerne mehrmals durchspielen. Entweder weil man beim ersten Mal eben nicht das gute Ende erreicht hat oder weil man auch noch ein paar speziellere Waffen freischalten möchte. Darüber hinaus gibt es sogar noch eine alternative Story mit zusätzlichen Charakteren, sollte man das Spiel innerhalb von 8 Stunden durchzocken. Es gibt also allerhand zu tun, weshalb der Wiederspielwert dann doch ganz brauchbar ist. Dafür, dass das Spiel doch ein wenig Seltenheitswert erlangt hat, muss man damit rechnen, dass man für ein gut erhaltenes Exemplar über 100 Tacken hinblättern darf. Ich will jetzt niemanden zu irgendwelchen illegalen Straftaten auffordern, aber ich habe gehört, dass es in Romhausen ebenfalls noch sehr gut erhaltene Kopien gibt und wer will, kann natürlich auch die japanische Version bei eBay holen. Die kostet erstens weniger und zweitens bereitet die Sprachausgabe weit weniger Schmerzen. Insgesamt ist Countdown Vampires doch ein sehr, sehr seltsames Spiel. Die Handlung wird beinahe null erklärt und man hat keinen Plan, worum es überhaupt geht, aber auf der anderen Seite gehört es zu den Spielen, die man trotzdem irgendwann wenigstens einmal gespielt haben muss. Geralt is the Emperor of Darkness. What? Keith, I'm just kidding. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.